Ja moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid auf dem Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, euer Dan, und heute schauen wir uns mal was ganz Besonderes in Gran Turismo 7 an. Und zwar versuche ich, den Elektro-Weltrekord auf der Nordschleife zu unterbieten. Das schauen wir uns jetzt mal an und wir legen direkt los nach dem Intro. Ab geht's! Was? Wo? Elektro-Weltrekord? Was? Ja, den gibt es. Von Romain Dumas. Der hat den mit dem VW ID.R aufgestellt. Und zwar in 6 Minuten 5 Sekunden, 0,336 ist er über die Nordschleife geballert. Nicht schlecht, das Ding hat 500 kW, das geht richtig ab und hat jede Menge Pferdchen unter der Haube. Die produzieren nämlich insgesamt 650 Newtonmeter Schub. Spitze 270, 280, das Teil geht richtig, richtig ab. Und ja, was soll ich da noch zu sagen? Das Ding schafft es in 2,25 Sekunden von 0 auf 100 abgefahren schnell. Und wir werden heute mal probieren, oder ich werde jetzt mal probieren, mit einem Controller den ganzen Spaß auf der Nordschleife zu unterbieten. Kann der denn das besser mit einem Controller? Das ist hier die Frage, die wir jetzt gleich klären werden. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Kärchen mal an und dann lege ich los. So, dann wollen wir jetzt mal hier Gas geben mit dem Ding. So, erste Kurve hier. Die Sabine-Schmitz-Kurve. Vollgas rausbeschleunigen mit dem Gerät hier. Hatzenbach. Liebe ich. Boah, ist das ein Biest. Ist das krank. Leck mich am Vierfachkupplungsgetriebe. Ist das Ding flott. So, hier ein bisschen. Oh, 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 ein bisschen viel Curve. Vorsicht. Nicht verkacken. Ja. Und jetzt hier Schub. Achtung, gleich Kuppe. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das Ding hier nicht fliegen geht. Ah, geht. Kann er. Voll Speed. So, Herr Dumas. Wir haben dasselbe Auto. Schauen wir mal, wer von uns beiden hier besser ist. Ach ja, wenn euch das gefällt, lasst uns mal ein Abo da. Für die Aktion hier habe ich mir, glaube ich, eins verdient. Mann. So, oh. Vorsicht. Und schön raus über den Scheitelpunkt. Oh, jetzt 1,5. Das ist verdammt flott gewesen. So, Fuchsröhre. Jetzt nicht nervös werden. Ganz ruhig bleiben. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, Tiffy. Da kommen wir ganz schön schnell rein. Nicht verkacken. Komm. Jawohl! Und raus mit dem Ding hier. Ist das eine Rakete? Irre. Das Ding hat auch noch DRS. DRS habe ich in dem Fall auf X gelegt beim Controller. Meine Güte. Das ist unnormal. Unnormal schnell. Diese Beschleunigung ist... Oh Gott. Aber macht Spaß. So, mal gucken, ob wir das hier nicht ein bisschen schneller hinkriegen als Herr Dumas. Vielleicht sollte ich noch so ein Side-by-Side-Cut-Video machen. Meine Runde gegen seine Runde. Gibt's, glaube ich, aus der Cockpit-Perspektive auf YouTube. Komm. So, jetzt sind wir gleich unten an der tiefsten Stelle. Boah, Ast rein. Sehr schön. Cremig rein, sah nicht wieder raus. So gefällt mir das. Komm, gib Schub. Mann. Oh, Vorsicht. Hier, Bergweg, da steht und fällt die Runde. Jawohl, sauer. Raus hier. Und natürlich darf ich an der Stelle unseren Sponsor nicht vergessen. Und während ich hier gerade fahre, keine Angst, wir schalten mich wieder zurück, schalten wir mal schnell zum Sponsor der heutigen Folge. Ist die Blempe, da ist es soweit. Hör mal, ich kann es nicht fassen, wie schmeckt das Getränk? Ah, offizieller Sponsor der Red Rage Racing Crew. Quasi, hör mal. Oh, weiter geht's. Puh. Meine Güte.
das Ding ist einfach unsinnig. Hier, Mutkurve, komm, komm, komm. Jawohl! Mit 2,73 durch die Mutkurve. Meine Herren! Mal dir, Mr. Singing Club, hier geht richtig was los. So, jetzt Anfahrt zum Karussell. Nicht zu schnell raus. Der ist ein bisschen nervös auf der Hinterachse. Trotz rennweichen Reif. Rennreifen weich. Und Karussell. Vorsicht, Vorsicht. Bisschen zu sehr nach außen getragen. Das geht besser. Komm. Jetzt hier. Volle Power. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Hohe 8. Gib ihm. Ja. Schön. Aber nicht zu schnell werden hier. Da hat schon einige in die Leibplanke geballert. Boah, Doppelcurb. Gut gemacht. Komm, komm, komm. Ja. Das Ding fliegt aber auch um die Kurven. Kein Wunder, dass die damit Rekorde hier fahren. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass das hier noch in die Buchse geht auf den letzten Meter. Komm. Was sagt die Uhr? 4 Minuten 19. Hui. Du musst jetzt aber einen flotten Schlappen aufs Parkett legen. Oh, anbremsen. Ja, ja, ja. Wunderbar. Mann, Mann, Mann. Bleib konzentriert. Jetzt hier noch Bälle auf S. Und eine kleine Karussell. Und dann sind wir schon an der Geraden. Den letzten Meter hier noch abscheißen. Komm. Jawohl. 100 kleine Karussellkürfchen. Puh. Alter. So, jetzt geht's hier um alles. 4,58. Wir sind gut in der Zeit. Komm, das können wir schaffen. Jetzt nicht lang schnacken. Gaspedal aufs Bodenblech spatzen. Boah, 2,80. Mit dir ist. Da ist aber Schluss. Da macht das Getriebe zu. Ist die Automatik völlig am Limit. Komm. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist die große Frage hier. Komm. Wir holen hier heute den Weltrekord. Bremsen. Boah. Meine Frage, mein Puls. Leute, ich habe Druck. Auf eine Pumpe. So, komm jetzt hier rum und Vollgas! Jawohl! Yes! Unter 6! Unter 6 Minuten! 5,53,6! Jawohl! Ja, Leute, da habe ich mir doch jetzt tatsächlich mal echt mal einen Applaus verdient, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr die Einstellung haben wollt. Und wenn euch das hier gefallen hat, sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ein Abo gibt's oben rechts. Unten rechts gibt es noch mehr Videos von uns. Und ich würde mich freuen, euch wieder hier begrüßen zu können auf dem Red Rage Gaming Co. Channel. Und kann eigentlich nur noch sagen, bis dann, euer Dan.